Jazz Masters im SWR-Fernsehen mit Michael Bublé in einem Hautnah-Konzert aus Baden-Baden.
Zu den herausragenden Vertretern des Cool Jazz gehört der 90-jährige amerikanische Jazzpianist David Warren Brubeck. Die von seinem langjährigen musikalischen Partner und Altsaxophonisten Paul Desmond stammende Komposition Take Five gehört dabei sicher zu den berühmtesten Stücken des Jazz überhaupt. Schon als kleiner Junge auf der Farm seiner Eltern soll Dave Brubeck versucht haben, Musik zu den ungeraden Rhythmen der verschiedenen Maschinen zu machen. Daher die Vorliebe für ungewöhnliche Taktarten. Neben dem Fünfvierteltakt bei Take Five gibt es den ebenso bekannten Unsquare Dance im Siebenviertel oder das Blue Rondo à la Turk im Neunachteltakt. Zusammen mit Bobby Militello am Saxophon, Alec Dunkworth am Bass und Randy Jones am Schlagzeug gab Dave Brubeck bei der 32. Internationalen Jazzwoche in Burghausen 2001 ein grandioses Konzert, in dem es natürlich auch den Klassiker Take Five zu hören gab. Viel Spaß dabei!